Servus Leute und willkommen zu einem neuen Warframe-Video. Heute schauen wir uns mal die Fumin an. Es ist eine sehr, sehr spezielle Waffe, die verschießt Blitze. Sie hat auch wieder zwei Feuermodis, einmal den halbautomatischen, der sieht so aus. Und danach kann man noch wechseln zu vollautomatisch. Dann ist es eher so ein normales Maschinengewehr quasi. Vollautomatisch, und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, das Magazin füllt sich von alleine wieder auf. Somit habt ihr dann schlussendlich auch keine Schwierigkeiten mit Munition. So, und wie der Bild dazu ausschaut, schauen wir uns gleich an. So, und da sind wir nun. Es sei vielleicht noch dazu gesagt, wenn man mit Wisp spielt, kann man schneller den Moduswechsel vollführen, also zwischen vollautomatisch und halbautomatisch. So, so viel dazu, und jetzt schauen wir uns den Bild dazu an. Der sieht folgendermaßen aus. Und zwar habe ich mitgenommen innere Blutung, somit haben wir Einschlagstatuseffekte, haben eine 35%ige Chance, den Schnittstatuseffekt zu verursachen, und das Ganze mal 2, wenn die Feuerrate unter 2,5 liegt. Und wir haben zwar eine 1,73 Feuerrate, somit schon gar nicht mal so schlecht. Danach brennt Kryokugeln für Kälte, infiziertes Magazin für Gift habe ich da auch noch mitgenommen, damit wir da eben Elektrizität und den nötigen Virusschaden haben. Danach schweres Kaliber für mehr Schaden, dafür etwas weniger Genauigkeit, aber das ist, tut sich da bei dieser Waffe nicht wirklich zur Sache. Danach habe ich Einkerbung mitgenommen für 165% mehr Base Damage. Base Damage sei dazu gesagt, aber da kann man natürlich auch eine Fraction Mod mitnehmen. So kann man noch ein bisschen mehr Damage rausholen durch schweres Kaliber und eine Fraction Mod. Aber eben, jedem das Seine. Ich habe es jetzt einfach mal so mitgenommen. Ich finde es so auch schon gar nicht mal so schlecht. Und danach kritische Verzögerung für mehr Crit-Chance, dafür etwas weniger Feuerrate. Ist ja nicht schlecht, wir wollen ja ein bisschen weniger Feuerrate haben. Und danach galvanisierte Kammer für Mehrfachschuss und bei Kills noch mehr Mehrfachschuss, bis zu 5-mal stapelbar. Danach noch den Scharfsinn für etwas mehr Crit-Schaden. Und beim Exilus-Slot habe ich tödliche Geschwindigkeit mitgenommen, noch für etwas für mehr Projektilgeschwindigkeit. Vorsicht, Projektilgeschwindigkeit, nicht Feuerrate. Sei dazu gesagt, das Arcana habe ich primärer Deadhead mitgenommen. Ja, wir arbeiten da ein bisschen mit Kopfschüssen. Man kann natürlich auch das andere mitnehmen, wenn man einfach ein bisschen rumsprayen möchte. Da ist man frei, was man wählt, plus minus. So, und wie das Ganze aussieht in Englisch, blende ich euch jetzt auch noch kurz ein, damit ihr da nicht großartig übersetzen müsst. So, und wie immer gehen wir jetzt auch noch zur Demonstration der Waffen, wie das Ganze aussieht. Im Vollautomatischen sieht das Ganze so aus. Aller Anfang ist schwer, man kennt's. Er ist jetzt nicht so der Burner. Aber eben, ihr seht, einmal einen Kill gemacht, geht das Ganze schon etwas schneller. So sieht das Ganze dann noch aus, ihr seht. Arcana gesteckt, Mod gesteckt. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Hoppala, bisschen aufladen lassen, so. So, und im Halbautomatischen sieht das Ganze dann schlussendlich so aus, Also die gehen wirklich one shot down. Zack, bumm, zack, bumm. Hoppala. Ist er daneben geschossen. Das Praktische ist halt, man muss nicht nachladen bei dieser Waffe. Na, jetzt machen wir das Ganze nochmal im halbautomatischen Stile. Ziehen wir die Gegner mal ein bisschen zusammen. So, hoppala, ein bisschen weit. Danach schießen wir einfach mal drauf. Ja, das wär's gewesen. 20, 155er Kanoniere. Also,
man kann wirklich nicht viel bemängeln an der Waffe, finde ich persönlich. Ich war wirklich erstaunt. Ich habe die Fulmin nie wirklich großartig gespielt. Ich habe sie gerade neu gemoddet quasi und muss sagen, ja, also die geht wirklich ab. Ich bin wirklich erstaunt, ne? Die lag einfach nur so im Inventar rum und habe so gedacht, ja, ja, irgendwann einmal spiele ich die dann. Aber ich hatte nie gedacht, dass die so dermaßen reinknallt. Also ich war wirklich erstaunt. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Wie findet ihr die Fulmin? Wart ihr auch erstaunt über den Schaden? Oder findet ihr sie eher meh? Ne, würde mich auch noch brennend interessieren. So, und das wäre es gewesen vom Video. Ich hoffe, der Bild hat euch ein bisschen weitergeholfen. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Videos wieder, Leute. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.